Ein Feuertornado-Kamin für 170 Euro ist dir auch zu teuer? Ich zeige dir in diesem Video, wie du für 50 Euro deinen selbst baust. Ja, für dieses Projekt haben wir uns gut vorbereitet, aber ich bin euch ehrlich, auch für uns ist das neu. Wir haben das selber noch nie gebaut, also es kann klappen. Ob es klappt, seht ihr am Ende, also bleibt dran. Was brauchen wir denn alles dafür? Einmal unser Abformsilikon, dann können wir den auch beliebig oft wieder reproduzieren, wenn man 2-3 bauen möchte. Einmal für die Grundform lufttrocknende Knete, eine Vase. Hier habe ich eine mundgeblasene Vase genommen, damit das Glas relativ dick ist, sodass es am Ende der Hitze auch standhält. Vielleicht kauft ihr euch aber auch einfach aus den Glasbrennern, die ihr kennt, das fertige Glas. Dann so ein bisschen Modellierwerkzeug, um die lufttrocknende Knete am Ende zu modellieren. Ein Glasschneider, um den Boden abzubekommen. Dann einen Ethanol-Kaminbrenner, so einen runden Einsatz, gibt es auch bei Amazon für um die 15 Euro. Ein paar Handschuhe, die waren bei dem Glasschneideset dabei, damit wir uns nicht schneiden. Am Ende unseren Gieß- bzw. unseren ultrafeinen Expressbeton, ein bisschen Schleifmaterialien. Ja, eine Unterlage vielleicht noch für die Knete, braucht man aber nicht. Das war es eigentlich schon, dann können wir auch loslegen. Ja, zunächst einmal zur Planung, wie habe ich mir das Ganze gedacht? Also erstmal müssen wir ja den Innenkern in der Vase tatsächlich bzw. in dem Glasrohr später modellieren. Dafür nehme ich zwei Stanzformen, einmal die hier und die. Warum? Diese ist größer als der Ethanolbrenner und in diese passt der Ethanolbrenner perfekt rein. Das heißt, wenn wir das gleich ausstechen, dann können wir den Ethanolbrenner später einmal auswechseln, wenn der irgendwie alt sein sollte und ich einen neuen haben will oder einfach rausnehmen möchte. Und diese hier hat so viel Abstand zum Ethanolbrenner, ungefähr 2 cm, dass die Wandstärke vom Beton auf jeden Fall ausreicht, dass es der Hitze standhält. So würde ich das Ganze erstmal angehen und außen an die Form dann würde ich ungefähr 1,5 cm dicke, schräge Streifen machen, die dann die Luft im Kreis zirkulieren lassen. Was ich damit genau meine, zeige ich euch aber in dem Video. Legen wir einfach mal los und gucken, wie es entsteht. So, jetzt wo wir den oberen Rand schon mal schön geformt haben, dass das schon mal gut aussieht, müssen wir jetzt dafür sorgen, dass tatsächlich die Luft, die von unten angesogen wird, sich im Kreis hochzieht. Das bedeutet, ich packe jetzt außen überall so, ich denke mal, 1 cm starke Streifen drauf, die ich so schräg anbringe, sodass die Luft dann von unten hochzieht und baue dann gleichzeitig mit der letzten Packung am Ende noch einen Sockel, sodass das Glas dann am Ende auch noch drauf stehen kann. Schauen wir mal, wie das wird, aber der Anfang gefällt mir schon echt gut. Weiter geht's. Ich fange jetzt schon mal an mit dem Sockel, weil ich muss den Sockel am Ende mit diesen Drehbewegungen bzw. diesen gedrehten mit der Knete verbinden und ich glaube, dass es am Ende einfacher ist, wenn ich damit jetzt schon anfange, dass das Ganze auf der Basis sitzt, dann kann ich das nämlich schöner modellieren. So, jetzt haben wir die Basis schon mal von der Größe her fertig. Jetzt müssen wir natürlich noch die Luftkanäle weiter modellieren und das Ganze so in Form bringen, dass wenn wir es am Ende gießen, dass es uns wirklich richtig gut gefällt.
Das dauert jetzt noch ein bisschen, ihr kriegt bestimmt gleich einen Zeitraffer, aber ich baue jetzt außen noch einen Luftkanal, vielleicht sogar zwei. Ich könnte mir vorstellen, hier noch einer, wobei zwei müssten dann eigentlich schon ausreichen. Ich denke, es werden insgesamt zwei werden, aber ihr werdet es gleich im Video sehen, was passiert.